Das galaktische Imperium besaß in Star Wars eine beeindruckende Anzahl von Schiffen, aber der imperiale Sternenzerstörer war zweifellos das gefährlichste. Der Sternenzerstörer definiert das Imperium, als er zu Beginn von einer neuen Hoffnung auf der Leinwand erschien. Er umschloss langsam das Bild und überschattete den darunterliegenden Planeten, um die absolute Herrschaft des Imperiums in der Galaxis zu demonstrieren. Die anschließende Verfolgungsjagd dauerte nur wenige Sekunden, bevor ein Traktorstrahl die Tante 4 einholte und die Besatzung von Sturmtruppen überwältigt wurde, wodurch die Imperialen als die ultimativen Bösewichte dargestellt wurden. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum Sternenzerstörer so gefährlich, aber dennoch so ikonisch sind für das Star Wars-Universum. Seit 1977 hat Star Wars jedoch mehrere coole Schiffe eingeführt, die die Frage aufwerfen, ob der Sternenzerstörer immer noch das gefährlichste Schiff des Imperiums ist. Der Film Das Imperium schlägt zurück leitet diesen Trend ein, indem er Darth Vaders Flaggschiff, die Executor, vorstellt, der um ein Vielfaches größer ist als ein Sternenzerstörer. In den Star Wars Prequels wurden diese Verbesserungen fortgesetzt, indem die Erste Ordnung mit Prototypwaffen und dem riesigen Flaggschiff des obersten Anführers Snoke, der Supremacy, ausgestattet wurde. Trotz dieser Neuerungen bleibt der imperiale Sternenzerstörer eines der tödlichsten Schiffe in Star Wars und das gefährlichste Schiff des Imperiums. Sternenzerstörer erkennt man sofort an ihrem dreieckigen Design und es gibt einen nicht universellen Grund, warum sie auf diese Weise geformt wurden. Im Bild der Millennium Falcon Issue 20 heißt es, die vertraute pfeilförmige Silhouette des Sternenzerstörers lässt sich über Jahrtausende zurückverfolgen, da die Großkampfschiffe der Alten Republik und anderer Fraktionen alle die Effizienz der Keilform entdeckten, um die Feuerkraft nach vorne zu konzentrieren. Diese konstruierte Feuerkraft nach vorne machte den Sternenzerstörer ideal für groß angelegte Angriffe. Das Imperium brauchte auch eine große Flotte für Schlachten gegen mehrere Schiffe und so war der Sternenzerstörer nicht nur effizient konstruiert, sondern auch geräumig genug, um eine Reihe von Jägern zu transportieren. Die Standardbesatzung eines Sternenzerstörers bestand aus 72 TIE-Jägern, darunter 12 TIE-Bombern und zwischen 12 und 24 TIE-Abfangjägern, sowie aus Shuttles und Transportern. TIE-Jäger konnten ein feindliches Schiff überwältigen, es mit einem Geschwader von Rebellenjägern aufnehmen oder einem Raumschiff folgen, dem der Sternenzerstörer nicht folgen konnte, wie zum Beispiel bei der Verfolgung des Millennium-Falkens in Das Imperium schlägt zurück. Grand Moff Tarkin glaubte an die Herrschaft durch Furcht vor Macht und nicht durch die Macht selbst, und die Größe der imperialen Flotte reichte aus, um die meisten Systeme einzuschüchtern. Bis zur Schlacht von Yavin patrouillierten mehr als 25.000 Sternenzerstörer im Imperium und teilten die Galaxis in 1024 regionale Sektoren auf, denen jeweils 24 Sternenzerstörern zugewiesen waren. Sternenzerstörer waren trotz ihrer enormen Größe auch schnelle Schiffe, die mit jedem Raumschiff mithalten konnten, das sie verfolgten. Die Hyperantriebsklasse bestimmte die Reisegeschwindigkeit durch den Hyperraum und die imperialen Sternenzerstörer hatten zwei Hyperantriebe. Das bedeutet, dass sie schneller als die meisten Schiffe reisen konnten, was besonders nützlich war, wenn ein imperialer Kapitän Verstärkung anforderte. Das war auch ein Vorteil, wenn man einen Hinterhalt legen wollte, wie in der Schlacht von Endor, als die imperiale Flotte die Rebellen überraschte und sie an der Flucht hinderte. Die Feuerkraft, die Anzahl der Jäger, die Größe und die Geschwindigkeit eines Sternenzerstörers reichten aus, um einen ganzen Planeten zu besetzen. Außerdem waren sie in der Lage, in der Atmosphäre zu fliegen, sodass das Imperium eine planetare Invasion starten konnte. So konnte das Imperium tausende von Planeten auf einmal besetzen und jeden Widerstand mit einem einzigen Sternenzerstörer niederschlagen. Wenn eine Rebellenfraktion eine Herausforderung darstellte, konnten sich Kapitäne darauf verlassen, dass andere Sternenzerstörer schnell eintrafen. Die imperialen Sternenzerstörer waren ohne Frage einer der gefährlichsten und auch ikonischsten Schiffe im ganzen Star Wars-Universum. Aber was ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Findest du Sternenzerstörer auch so cool wie ich? Lass mich das super gerne wissen. Vielen Dank, dass du bis hierhin geguckt hast. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo auf diesem Kanal freuen. Das hilft immer und macht mich auch noch sehr, sehr glücklich. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.